Heute möchte ich mit dir mal über ein Thema sprechen, über das man auf YouTube leider viel zu selten spricht, gerade in unserer Duft-Community viel zu selten spricht, nämlich die dunklen Seiten hinter unserem Hobby, hinter unserer Leidenschaft, Parfums zu sammeln, über die tatsächlich einfach zu wenig gesprochen wird. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und ich versuche ja ab und an mal gern unangenehme Themen für mich, aber natürlich auch für euch, für uns alle aufzugreifen und mal so ein bisschen meine Gedanken dazu zu fassen. Bisher fand ich das tatsächlich immer ziemlich cool. Das sind jetzt nicht die Videos mit den größten Aufrufzahlen und irgendwie dem viralen Erfolg oder sowas, was ich ja jetzt auch in dem Maße nicht habe. Aber das sind oftmals die Videos, in denen ich mit euch am besten ins Gespräch komme, die Kommentare tatsächlich auch mal ein bisschen länger werden, viele Antworten auch drauf folgen, die nicht von mir kommen, was ich einfach sehr schön finde. Und heute geht es eben darum, welche dunklen, bösen oder schlechten Seiten unser Hobby hat, das Parfumsammeln hat, über die man einfach leider viel zu selten spricht. Ich habe das ganze Video in insgesamt zwei Blöcke aufgedröselt. Das erste, das sind die Gefahren des Hobbys, unserer Leidenschaft, und das andere sind meine Tipps. Das siehst du dann unten an diesen Zeitstempeln irgendwie markiert. Ich versuche das mal richtig einzutragen und direkt mit dem ersten Punkt einzutragen, mit dem ersten großen Block. Das sind nämlich die Gefahren. Natürlich gibt es Gefahren, wenn man sich mit einem Hobby auseinandersetzt. Das kennt man, glaube ich, aus jedem Hobby, ob es jetzt im Sport ist, ob jetzt mit Uhren, mit Musikinstrumenten, mit Autos, mit hier Parfums oder was weiß ich, Kleidung, auch riesiges Thema. Wenn man sich da irgendwie, ich sag mal, ein bisschen tiefer eingräbt, wird man gewisse Punkte merken, die immer und immer wieder auftreten, und deswegen mal hier so ein bisschen meine Top drei Gefahren, die irgendwie da auftreten können. Und das erste, und das sehe ich leider ganz häufig in meinen Kommentaren, auch in meinen DMs auf Instagram, nämlich das Gefühl, irgendwie dazuzugehören. Ich kannte das am Anfang auch. Ich habe am Anfang, als ich mit YouTube angefangen habe, natürlich auch schon davor, als ich mit dem Parfum sammeln, mit der Leidenschaft angefangen habe, immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich muss irgendwie dazugehören, ich muss Dinge miterleben, ich muss den Aventus getestet haben, ich muss den Leighton getestet haben, ich muss den Dior Homme Intense, Dior Homme Parfum, habe ich bis heute nicht getestet. Ich muss das alles getestet haben, ich muss das getestet haben. Ich muss das wissen. Ich muss so eine gewisse Bandbreite an Mindestdüften haben, dass ich mitsprechen kann, dass ich mich irgendwie als Enthusiast verstehen kann. Und das ist natürlich kompletter Blödsinn. Das ist tatsächlich nicht so. Denn natürlich Wissen entsteht durch Erfahrung. Das ist natürlich gar kein, also du kannst ja viel durchlesen, aber am Ende ist gerade bei so einem Hobby, bei dem man nicht sieht oder irgendwie Qualität mit anfassen, sondern wirklich einfach mit riechen, mit einer Nase irgendwie für sich entscheidet und das auch alles subjektiv ist, gibt es halt keine Schwelle, wo ich sagen würde, dann bist du dabei. Und das habe ich auch ab und an schon in Videos von mir gesehen, wo Leute gesagt haben, ja Jan, das war damals bei dem Alexandria 2, deine Nase ist ja noch nicht bereit für den Alexandria 2, wo ich sage, ja gut, ich meine, da mag U drin sein, das mag toll und teuer sein, aber ich meine, es riecht halt für mich synthetisch und das hat sich bis heute auch nicht geändert. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir günstige Düfte anschaue, Rocker's Man, habe ich vorhin erst wieder erwähnt, das Ding kostet 30 € und riecht für mich halt nicht wie 30 €. Und es ist halt eine Illusion zu glauben, dass man irgendwann in teurere Düfte reinwächst oder dass man irgendwann in gewisse Duftnoten reinwächst. Ja, Geschmack verändert sich auf jeden Fall, aber es ist nicht so, dass man erst 2 Jahre Düfte erleben muss, kennen muss, um irgendwie was zu mögen oder was nicht zu mögen. Es gibt genug junge Leute, die irgendwie Roja-Düfte tragen und es lieben oder Xerjoff-Düfte tragen. Und es gibt genug Leute, die 60 sind und Job Om tragen und das Zeug lieben. Ist jetzt der Ältere, der weniger Weise, der Jüngere, der Weisere oder was jetzt? Das ist am Ende einfach nur eine Geschmackssache. Deswegen lass dir bitte nicht einreden, dass du irgendwie dazugehören musst oder eine Mindestanzahl haben musst, um dazuzugehören oder sowas. Das Zweite, das ist ein Gefühl, das ich auch kenne, nämlich das Gefühl, was mit dem Kaufen von Parfum einhergeht, nämlich das Verlieren des Preisgefühls. Ich habe das tatsächlich am Anfang auf YouTube immer wieder so ein bisschen in meine Videos eher eingebracht. Mittlerweile tatsächlich geht es immer so ein bisschen flöten, wenn ich zum Beispiel sage, ja, das ist ja der neue Tom Ford, der kostet aber nur 200 €. Und einige von euch denken sich, was nur 200 €? Was erzählt der denn da? Und ich kenne es mittlerweile, dass ich halt ganz anders über Duftpreise denke, als ich angefangen habe. Zum Beispiel, als ich angefangen habe, habe ich mir gesagt, ich würde mir niemals einen Duft kaufen, der teurer als 80 € ist. Ja, niemals. Wer ist denn so bescheuert und kauft sich sowas? Und mittlerweile, ich meine, du siehst es hier, ich stehe überall irgendwelche Nischendüfte, die 100 € kosten, mich auch mehr gekostet haben. Und du verlierst halt irgendwann ein gewisses Preisgefühl. Und da will ich dich nur vorwarnen, das kann passieren. Und achte immer darauf, zu wissen, was möchtest du haben, für welchen Anlass möchtest du das haben und was bist du auch bereit
auszugeben und lass dir nicht von jemandem wie mir erzählen, dass 200 Euro viel oder wenig Geld sind, sondern das musst du für dich entscheiden. Nur weil ich sage, dass der neue Tom Ford nur 200 Euro kostet und keine 300 Euro, wir haben beide Preispunkte schon gesehen bei neuen Tom Ford-Düften, heißt es nicht, dass es das wert ist oder dass es ein guter Preis ist oder dass man für 200 Euro nichts Besseres oder Schlechteres bekommt, sondern das ist einfach ein Effekt, den man immer wieder erlebt und da muss man auch wirklich sagen, dass Preis auch nichts mit der Qualität von Duft zu tun hat. Das teuerste Parfum, was ich im Import nach Deutschland kenne, kostet 50 Euro. Und da reden wir von einem sehr noblen Label mit sehr hohen Verkaufspreisen, also 400, 500 Euro. Das teuerste Importflakon für den Importeur 50 Euro. Da kennst du mal jetzt so ein bisschen die Margen, in denen wir da reden. Also, und da reden wir von natürlichen Ölen ohne Ende drin und Oud und whatever. Und du musst dir halt runterrechnen, okay, auch so ein Tom Ford Duft wird nicht mehr als 5 bis 10 Euro kosten, nicht mehr als Jeremy's Duft. Denn man muss sich natürlich auch vor Augen führen, niemand sagt dir, dass ein Dior Sauvage günstiger oder teurer in der Herstellung ist als so ein Tom Ford Duft. Kann ja sein, dass ein Dior Sauvage mehr kostet als ein Oud Wood. Wer weiß es? Tom Ford weiß es. Und deswegen hier wirklich die Warnung, lass dich nicht von Preisen desillusionieren, kauf tatsächlich nach deinem Geldbeutel und lass dich nicht von so einem Phänomen zu stark beeinflussen. Klar, wir werden alle beeinflusst und desto tiefer man einsteckt, desto mehr ist man auch bereit, irgendwie da zu investieren. Aber lass dich nicht davon desillusionieren, dass teurer auch besser ist oder du teurere Düfte irgendwie brauchst. Das brauchst du wirklich nicht. Das ist cool, wenn man das machen kann. Das ist natürlich auch ein Gefühl von, ey cool, ich kann mir jetzt das leisten, irgendwie 200 Euro Duft zu tragen und den zu kaufen und den jeden Tag zu tragen und so. Und ich fühle mich einfach gut damit. Aber wenn du das nicht kannst, und so, also hast ja nichts verloren, so, das ist ja jetzt nicht schlimm. Das dritte, das ist eine ewige Suche, das ist nämlich die Suche nach dem besten Duft, nach dem nächsten besten Duft oder dem besten Duft auf dem ganzen Markt, den es gibt. Und die kurze Antwort, ich kann das Ganze jetzt einfach kurz fassen, ist, den gibt es einfach nicht. Das habe ich schon seit langem gesucht, den besten Duft, den es gibt, gibt es nicht, denn es gibt die besten Düfte für Anlässe, für Personen, für Situationen, für Tageszeiten, Jahreszeiten, was auch immer, aber es gibt nicht den perfekten Duft, der perfekt ist für alle Menschen oder sowas. Und den wirst du nicht finden, den gibt es nicht und den gibt es nicht für jede einzelne Person. Es gibt Düfte, die dir gefallen und die nicht gefallen, aber es gibt nicht den perfekten Duft und versuch da nicht nach Sachen nachzujagen, die du nicht bekommen kannst, denn es wird nicht passieren, dass irgendein Duft kommt, bei dem du sagst, der erfüllt jetzt alle meine Probleme, die ich in meinem Leben habe. Das wird einfach leider nicht passieren. Lass dich da auch nicht von Duftpyramiden desillusionieren, denn Duftpyramiden sind natürlich nur Schall und Rauch. Ich muss dir jetzt nicht erzählen, dass hier in, weiß ich nicht, so ein Neroli Intens, weiß ich nicht, was in der Duftpyramide steht, Pfirsich und Ingwer und Safran und hier ist kein Safran reingepresst und hier ist kein Ingwer reingepresst und hier ist irgendwie auch keine Pfirsich ausgedrückt und dann irgendwie, ne, das passiert alles nicht. Das sind alles einfach nur Chemikalien, die zusammengemixt werden und Duftpyramiden sollen dir ein Bild irgendwie geben, aber das ist so ein Phänomen, kauf dir mal einen Joghurt und guck nicht aufs Etikett, was da drauf steht, Erdbeer, Pfirsich und Maracuja und teste das einfach mal blind und du wirst merken, keine Ahnung, was da drin ist, du wirst es nicht rausschmecken können. Und das ist bei Parfums ebenfalls genauso, wird auf Creed Aventus Himbeere stehen, würden alle sagen Himbeere und würden irgendwie auf dem Montblanc Explorer irgendwie Erdbeer stehen, würden alle sagen Erdbeer. So ist es halt und lass dich da nicht zu sehr desillusionieren und zu sagen, das ist der perfekte Duft, weil ich mag auch schon den, weil Duftnoten können viel sein und ich habe bei Düften, die Duftnoten gar nicht gelistet hatten, auf einmal gleiche Duftakkorde erkannt wie in anderen Düften, deren primärer Akkord das war und ja, also von daher lasse ich da nicht irritieren nach, der muss richtig sein, weil da ist Muskat drin und Erdbeer und Himbeere und das liebe ich in Düften und auf einmal ist es was ganz anderes. Und natürlich auch überschätze Komplimente nicht, Komplimente kommen für deine Person, nicht für deinen Duft. Klar, es ist ein cooles Statement-Ding, es ist so die Kirche irgendwie obendrauf, aber Komplimente kommen nicht nur durch deinen Duft. Du wirst nicht den perfekten Partner, die perfekte Partnerin, Freunde oder irgendwas durch Düfte finden. Das ist immer nett, gar kein Thema und es kann, wie gesagt, eben so diese Plus 1 sein, aber es ist eben nur die Plus 1 von der 99 auf die 100 und nicht der Weg auf die 99. Und natürlich könnte ich das Video jetzt beenden und einfach sagen, ja, das sind jetzt einfach deine Probleme, komm damit einfach selber klar, das sind die Gefahren, mit denen musst du jetzt selber klarkommen. Ich möchte dir aber nochmal 3 Tipps geben aus meinem Erfahrungsschatz, aus meinem YouTube-Wissen, sage ich mal, oder Parfumsammler-Wissen, das ich mit dir teilen möchte. Das erste, gib niemals mehr Geld aus für Parfums, als was du netto auf dem Konto hast. Das heißt, wenn du auf deinem Konto, auf deinem Handy irgendwie 200 Euro stehen hast, gib nicht mehr als diese 200 Euro aus oder 50 Euro oder 5000 Euro. Kannst du in allen Dimensionen immer irgendwas für
Parfum ausgeben. Es gibt Flakons für 5000 Euro von irgendwie Lalique mit irgendwie super tollen Prints drauf und es gibt eben die Düfte für 20 Euro. Und kauf niemals was, was du dir nicht leisten kannst. Parfum ist ein Luxusgut und auch wenn du denkst, das ist jetzt der Lebensstil oder das ist jetzt die Opportunity, die du ergreifen musst, dieser Duft wird dein Leben nicht besser machen. Dieser Duft wird, wie gesagt, ihr habt es ja alles schon eben gehört, kauf nicht, was du dir nicht leisten kannst. Wirklich, das sage ich dir wirklich aus bestem Gewissen. Klar, ich bin kein Finanzberater, aber gib nicht mehr Geld aus, als das du hast. Ich glaube, so kann man das ganz einfach zusammenfassen. Das zweite, kauf selektiv und kauf mit genauen Anlässen. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie zur Hochzeit, zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder sowas, sondern kauf für Anlässe, zum Beispiel, ich suche jetzt für das Jahr 2023 einen Sommerduft oder drei Sommerdüfte oder zwei Sommerdüfte. Such dir Anlässe und such dir Düfte, bei denen du auch sagen kannst, okay, hier Missoni Wave habe ich gerade hier stehen, das wird mein Sommerduft, den möchte ich diesen Sommer tragen. Und kauf dir nicht Düfte, wie ich es ganz gerne oft mache, mit dem Aspekt, ich guck mal, ob die mir gefallen könnten, ob die vielleicht passen, dann kann ich die ja mal vielleicht irgendwann tragen, wenn meine noch 7 Backup-Flakons leer sind oder sowas. Das wirst du nicht tun, kleiner Spoiler an der Stelle, sondern kauf wirklich mit dem Anlass und sag dir, okay, das wird mein Sommerduft, das wird einer meiner Sommerdüfte, das wird einer meiner Herbstdüfte, das wird der Duft fürs Ausgehen, wie auch immer und kauf einfach nicht ohne Ende und das mache ich mal irgendwann leer und das kaufe ich mal irgendwie deswegen und deswegen und deswegen, denn diese Düfte wirst du nicht benutzen. Sage ich dir ganz ehrlich, kenne ich persönlich auch von mir. Diese Düfte wirst du nicht benutzen und die stehen am Ende nur rum und haben dich Geld gekostet. Und der dritte Punkt ist so einfach, wie er sich aussprechen lässt. Das ist nämlich, teste am besten Parfums, bevor du sie kaufst. Ich glaube, da muss ich nicht mehr zu erzählen. Ich habe schon immer wieder erzählt, versuch Düfte, bevor du sie kaufst, ob jetzt im Laden oder online, wie auch immer, irgendwie zu testen. Bei teureren Düften kannst du sie oftmals eben nur in exklusiven Boutiquen beziehungsweise eben online so kleine Samples bestellen. Natürlich bei Designerdüften kannst du natürlich in Parfümerien gehen und die antesten. Da wirklich die Empfehlung, falls du die Möglichkeit hast, das einfach zu tun, mach das am besten. Schreib dir auch gerne eine Liste oder sowas. Ich habe dazu mal irgendwann ein Video gemacht, wie ich Parfums teste. Ist schon uralt, also noch irgendwie mit einer alten Kameraform. Ich habe auch auf meinem Handy damals, also wirklich, wirklich uralt. Wie ich Parfums teste, also immer mit Teststreifen, mit einem Kuli auf jeden Fall dahin gehen, dass du das aufschreiben kannst, was du gerade getestet hast, dass du in Ruhe testen kannst und sowas. Und dann auch wirklich für ein paar Tage, das habe ich damals bei dem Eros Flame zum Beispiel so gemacht. Deswegen habe ich mir damals eben 200 ml gekauft, weil ich damals so überzeugt von dem Zeug war, noch vor YouTube, das ist weit vor YouTube gewesen, weil ich den einfach getestet habe, der hat auf diesem Duftstreifen gefühlt 2 Wochen gehalten und war einfach gut und deswegen hier wirklich der Tipp, teste Sachen erst, lass dir wirklich Zeit und kauf sie dann. Ob online, im Einzelhandel, das ist deine Entscheidung, aber teste Sachen, wenn es geht, am besten davor. Das waren jetzt meine 3 Gefahren und 3 Tipps zu dem Thema. Schreib gerne mal so ein bisschen deine Erfahrungen mit dem Thema Parfum kaufen, auch Suchtgefahren von Parfum und Sammeln und sowas in die Kommentare, falls du natürlich möchtest und danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Like gerne das Video, falls es dir gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.